finde es richtig schrecklich einfach nur. Ich finde es Horror, einfach absoluter Horror, was hier passiert. Ich bin einfach nur traurig und enttäuscht von der Menschheit. Quarks wagt ein radikales Experiment. Mitten in der Fußgängerzone bietet ein Landwirt Gänse an. Freilaufgänse! Freilaufgänse! 30 Euro die erste Gans hier heute. Doch wer eine Gans kaufen will, muss die Schlachtung des Tieres mit ansehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Quarks. Wir haben was gemacht, das in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt hat und für tausende Kommentare in den sozialen Netzwerken. Wir haben in der Fußgängerzone gezeigt, was passieren muss, wenn man Fleisch essen möchte. Unser Experiment beginnt auf dem Oberschürshof im Essener Süden. Hier inmitten der idyllischen Ruhrlandschaft betreibt Familie Weber seit 9 Generationen einen Bauernhof mit Hofladen. Menschen aus der ganzen Umgebung kommen in Webers Hofladen, um Eier, Obst und Gemüse zu kaufen. Und Fleisch aus eigener Aufzucht und Schlachtung. Also wir halten hier an Tieren nur Schweine und Geflügel. Wir haben insgesamt 7 bzw. 8 verschiedene Geflügelsorten. Das Geflügel wird hier ausschließlich auf unserem Hof selbst geschlachtet, einmal pro Woche, und kann dann in unserem Hofladen erworben werden. Bekannt ist Bauer Weber aber vor allem für seine Gänse. Von Mai bis Dezember leben bis zu 700 Tiere frei auf den großen Wiesen rund um den Hof. Wichtig bei unserer Tierhaltung ist, und das können unsere Kunden auch täglich erfahren und erleben hier, dass unsere Tiere artgerecht gehalten werden, dass sie große Ausläufe haben, dass sie auf Stroh laufen und dass sie keine Medikamente bekommen. Webers Weidegänse sind gefragt. Wer eine Gans kaufen möchte, muss meistens im Hofladen vorbestellen. So kann Nicolas Weber nach Bedarf schlachten und das Fleisch noch am Schlachttag verkaufen. Das spart lange Transportwege und Lagerzeiten. Meinem Sohn war besonders wichtig, dass wir eine glückliche Gans kaufen. Und hier vom Hof kriege ich eben Gänse, die freilebend aufgewachsen sind und nicht in irgendwelchen Zuchten oder mit Mast entsprechend gequält wurden. Ein winterlicher Samstagmorgen. Heute passiert etwas, was Nicolas Weber noch nie gemacht hat. Diese 10 Gänse wird er nicht, wie eigentlich vorgesehen, auf seinem Hof schlachten, sondern an einem Marktstand in einer Fußgängerzone. Mit den Gänsen im Hänger geht es in 70 Kilometer entfernte Köln. Uhr. Ankunft in der Innenstadt. Unser Team beginnt mit dem Aufbau des Marktstands. Noch ist in der Fußgängerzone nicht viel los. Aber das wird sich gleich ändern. Samstags ist die Innenstadt immer brechend voll. Und es ist das erste Mal, dass mitten in einer deutschen Fußgängerzone lebende Tiere verkauft und geschlachtet werden sollen. Am späten Vormittag ist der Stand fast fertig. Jetzt muss Nicolas Weber nur noch die Schlachtgeräte aufbauen. Mit diesem Elektroschockgerät werden die Gänse später betäubt. Danach wird der Kopf abgeschnitten. Die Gänse bluten aus und kommen in einen Kessel mit 70 Grad heißem Wasser. Dort werden sie gebrüht und anschließend gerupft. Samstagmittag. Zunächst sind die Gänse noch eine kleine Attraktion. Doch allmählich werden die Passanten skeptisch. Hoffentlich werden die nicht geschlachtet. Genau. Hoffentlich werden sie nicht geschlachtet. Verkaufen Sie die ernsthaft? Ja, wirklich. Die werden hier zubereitet. Aber das man ist, sieht das jetzt nicht, oder? Ich muss sie nicht vorher lebendig sehen. Ich hab's dann lieber schon tiefgefroren. Die meisten Passanten können nicht glauben, dass diese Gänse tatsächlich geschlachtet werden sollen. Das Beste ist, man sieht das lebende Tier nicht vorher. Ja. Also muss ich ehrlich sagen, tun Sie mir wieder leid. Ne? Aber
eine Kuh schlachten oder wie auch immer, wenn man die vorher sieht oder noch schlimmer das Kälbchen dann sieht, ne, dann hat man noch ein komisches Gefühl, ganz ehrlich gesagt. Ne. Sie sehen gleich noch, wie es weitergeht mit unserem Experiment. Noch bevor wir überhaupt angefangen haben, die erste Gans zu schlachten, gab es schon Leute, die nicht fassen konnten, dass tatsächlich Tiere vor ihren Augen getötet werden sollten. Das wollten die meisten einfach nicht sehen. Das ist sehr interessant, denn wenn es ums Fleischessen geht, sind die meisten dabei, ohne mit der Wimper zu zucken. In Zahlen, ungefähr 95% der Menschen in Deutschland essen Fleisch. Und für jedes Stückchen Fleisch muss natürlich vorher ein Tier sterben. Und das weiß eigentlich auch jeder. Aber wir sind sehr gut im Verdrängen dieser Tatsache. Hilfe bekommen wir dabei von den fertig verpackten Fleischprodukten in den Supermärkten. So ein Schnitzel zum Beispiel oder so eine Wurst hat überhaupt keine Ähnlichkeit mehr mit dem Tier, aus dem sie gemacht wurden. Und bei diesen Dinosauriern hier erinnert nichts an ein Schwein oder ein Rind oder aus was sie auch immer bestehen. Und Sie können sich ja mal fragen, in welcher Reihenfolge Sie diese drei Stückchen Tier sortieren würden. Angefangen mit dem, das Sie am liebsten essen. Ich vermute mal, es ist so. Hühnchenbrust steht an erster Stelle. Und je mehr Sie das Stück an ein Huhn erinnert, desto weniger gern würden Sie es essen. Bei den meisten Menschen ist es zumindest so. Hier die Schenkel, die gehen noch, aber die Füße, ich glaube nicht. Also je weniger wir vom Tier mitbekommen, desto einfacher tun wir uns damit, es aufzuessen. Dass wir das Tier am liebsten gar nicht wahrnehmen möchten, war nicht immer so. Schlachtungen gehörten jahrtausende lang zum Alltag der meisten Menschen. Die Beziehung zwischen Menschen und Tieren beginnt vor mehr als 10.000 Jahren. In der Jungsteinzeit werden die Menschen sesshaft. Jetzt jagen sie Tiere nicht mehr nur, sondern beginnen sie einzufangen und zu domestizieren. Diese sehr nahe Beziehung zwischen Menschen und Tieren bleibt noch tausende Jahre bestehen. Noch bis ins 18. und 19. Jahrhundert leben Menschen und Tiere auf engstem Raum. Teilweise sogar unter einem Dach. Der Mensch nutzt Tiere für die Arbeit. Er ernährt sich vom Fleisch der Tiere und nutzt ihre Wolle und Felle für seine Kleidung. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verändert sich dieses nahe Verhältnis. Viele Menschen ziehen vom Land in die Städte. Arbeit finden sie jetzt in den Fabriken. In der Stadt leben Menschen und Tiere zwar nicht mehr unter einem Dach, aber in den Städten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts gehören Rinder, Schweine und Schafe weiter zum Straßenbild. Geschlachtet werden die Tiere in unzähligen kleinen Schlachtereien, die in der gesamten Stadt verteilt sind. Das Blut, der Geruch und die Geräusche des Schlachtens sind allgegenwärtig. Diesen Anblick wollen die besser situierten Bewohner nicht länger ertragen. Sie wollen hygienische Städte. So werden große öffentliche Schlachthöfe am Stadtrand gebaut, um die Tiere und das Schlachten aus den Städten zu verbannen. War Schlachten zuvor ein Handwerk, wird es in den neuen Schlachthöfen zu einem industrialisierten Prozess. Im Laufe des 20. Jahrhunderts setzt sich mehr und mehr die Massentierhaltung durch. Und die Fleischindustrie wächst immer weiter. Durch Kühltechnik und moderne Logistik muss das Fleisch nicht mehr in der Nähe der Städte verarbeitet werden. Geschlachtet wird heute in wenigen riesigen Fleischfabriken. Ein Viertel der in Deutschland geschlachteten Schweine wird in nur 4 Fabriken geschlachtet. Das dort verarbeitete Fleisch erinnert nicht mehr an seine Herkunft. Es wird zu einem Produkt neben vielen anderen. Mehr als 10.000 Jahre haben Menschen und Tiere sehr nah zusammengelebt. Das Schlachten gehörte zu diesem Zusammenleben dazu. In weniger als 200 Jahren hat der Mensch die Nutztiere und ihre Schlachtung aus seinem Blickfeld entfernt. Doch während die einen aus unserem Leben verschwunden sind, können uns die anderen gar nicht nah genug sein. Hund und Katze dürfen schön aufs Sofa und bekommen einen Namen. Das machst du ganz prima.
während andere Tiere wie zum Beispiel Hühner, Schweine und Rinder draußen bleiben müssen. Zumindest draußen aus den Köpfen und bekommen allenfalls eine Nummer. Die einen Tiere bekommen Streicheleinheiten, die anderen werden weit weg von uns in den Schlachthöfen zu handlichen Stücken verarbeitet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Schmeckt's? Sehr schön. Wobei das natürlich auch eine Frage der Kultur ist, welches Tier verehrt wird und welches verspeist wird. In Indien zum Beispiel sind Kühe heilig und werden nicht so behandelt wie bei uns, wobei sich das Bewusstsein bei uns auch ändert. Auch Schlachttieren wird inzwischen ein Gefühlsleben eingeräumt. Und deshalb ist es auch hier für einige Menschen undenkbar, dabei zuzusehen, wie Tiere getötet werden. Das soll lieber unsichtbar in irgendeiner Fabrik passieren. Das war auch mal anders. Vor ein bis zwei Generationen war es für viele Menschen ganz normal, selbst ein Tier zu schlachten oder bei einer Schlachtung dabei zu sein. Nicht nur auf dem Land, zum Beispiel auch in den Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet. Der Schlachttag war ein kleiner Festtag, so wie für ihn hier. Heute sind Haus- und Hofschlachtungen eine absolute Ausnahme. Im Jahr 2016 waren nur 0,15% der Schweineschlachtungen in Deutschland Hausschlachtungen. Der Rest wurde von den riesigen Schlachtbetrieben übernommen. Fleischproduktion ist heute hochindustrialisiert. Davon bekommen wir in der Regel nichts mehr mit. Und deshalb ist es auch so besonders, wenn man das Schlachten wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zieht, in eine Kölner Fußgängerzone. Frische Freilaufgänse, frische Weihnachtsgänse, frische Weihnachtsgänse, Freilaufgänse, Freilaufgänse. Es wird ernst. Mitarbeiter Dirk spielt den Marktschreier und preist die Ware an. Freilaufgänse, frische Weihnachtsgänse. Wollen Sie eine? Sie schlachten die hier? Ja. Ja, hier. Da wird sie betäubt, da wird sie gekocht, gerupft und dann können sie direkt mitnehmen. Frischer kriegen sie nicht. Die kommen im Mai auf die Wiese als Küken und dann ziehen wir die groß und vor Weihnachten schlachten wir die alle. Freilaufgänse! Nach etwa 20 Minuten findet sich der erste Käufer. Frische Weihnachtsgänse. Wollen Sie eine Weihnachtsgans haben? Was ist das denn mit dem? Wir verkaufen die erste Gans heute für 30 Euro. Freilaufgans. 30 Euro die erste Gans. Die sind 4,5 bis 6 Kilo. Können Sie sich aussuchen. Wenn Sie eine schwere haben wollen, nehmen Sie 4,5 bis 6 Kilo. Wollen Sie eine mitnehmen? Ja. Ja. Wollen Sie eine haben? Aber wird geschlachtet. Ja, klar. Machen wir hier. Machen wir komplett fertig. Rupfen wir, nehmen wir, machen wir komplett fertig. Alles weg? Ja, ja, sicher. Klar. Suchen Sie sich eine aus, machen wir fertig. Wir betäuben die. Mach ein fertig. Nico, suchst du eine aus? Ja. Jetzt passiert es. Landwirt Nicolas Weber wählt eine Schlachtgans aus. Die Käufer wollen die Gans noch einmal lebend begutachten. Dann beginnt der Landwirt mit der Schlachtung. Zuerst fixiert Nicolas Weber den Kopf der Gans im Elektrobetäubungsgerät. Nach dem Knopfdruck fließt Strom durch das Tier. Die Spannung beträgt 180 Volt. Mindestens 15 Sekunden dauert die vorschriftsmäßige Betäubung. Erst wenn die Gans vollständig betäubt ist, beginnt die eigentliche Schlachtung. Mit einem Messer schneidet der Schlachter dem Tier den Kopf ab. Die Gans ist tot. Noch einige Minuten blutet sie in dieser Position aus. Viele Passanten können nicht glauben, was sie sehen.
Immer wieder reagieren während des Ausblutens noch Nerven des Tieres. Für einige Zuschauer nur schwer zu ertragen. Die Gans wird gebrüht. Das macht das Rupfen leichter. 3 Mitarbeiter vom Ordnungsamt kommen an den Verkaufsstand. Eine öffentliche Tierschlachtung in der Fußgängerzone hatten sie noch nie. Also ich kann Ihnen das hier mit § 4a und 4b vom Tierschutzgesetz, kann ich Ihnen das genau sagen. Okay. Jetzt entfernt Nicolas Weber die Federn der Gans. Bei vielen Passanten herrscht immer noch Fassungslosigkeit. Ich finde es richtig schrecklich, einfach nur. Ich finde es Horror, absoluter Horror, was hier passiert. Ich bin absolut traurig und enttäuscht von der Menschheit, dass Menschen so etwas tun, dass Menschen Lebewesen töten, einfach nur aus purem Egoismus heraus. Ich verstehe das einfach nicht. Und ich verstehe nicht, wie wirklich jemand hier eine Gans kaufen konnte und töten lassen konnte und jetzt gucken lassen kann. Also die Tiere wird so oder so geschlachtet. Also ich sage besser, wenn die Leute sehen, wie das geschlachtet, erstmal betäubt und dann geschlachtet. Kein Problem, finde ich damit. Wenn ich so ein Tier esse, muss ich mir auch darüber im Klaren sein, dass es getötet wird und dass es für mich zubereitet wird. Und ich denke, wenn die Leute das öfter sehen würden, würden sie auch ein anderes Bewusstsein dafür bekommen, was sie eigentlich an Fleisch vertilgen, was eigentlich gar nicht sein muss. Ich glaube, es ist eine gute Aufklärung für viele Leute, die vielleicht sonst achtlos im Supermarkt an übervollen Theken vorbeigehen und sich irgendwas kaufen, was schmeckt, was natürlich auch in Ordnung ist. Aber dahinter steckt natürlich immer auch die Frage, wo kommt es her? Und das ist hier eine ehrliche Demonstration, denke ich. Ja. Landwirt Weber ist mit dem Ergebnis des Experiments zufrieden. Ich habe das hier gemacht, weil die Lebensmittelproduktion zu weit weg ist vom Verbraucher. Und die Verbraucher sich auf Siegel, auf schöne Bilder zurückversichern, die zu weit weg sind von der eigentlichen Urproduktion. Und ich möchte gerne zum Gespräch anregen und ich möchte gerne aufklären und zeigen, wie wir es machen, weil wir haben nichts zu verstecken. Die Aufnahmen unseres Sozialexperiments zeigen wir dem Ernährungspsychologen Christoph Klotter. Wir wollen wissen, warum Menschen, die Tiere essen, so ein Problem mit dem Anblick einer Schlachtung haben. Das Töten von Tieren wird hinter die Kulissen gelegt. Wir wollen nicht erleben, dass wir etwas töten und dann essen. Aber das Essen ist immer ein mörderischer Akt. Ob wir Pflanzen essen oder Fleisch essen, wir zerstückeln und zerstören andere Lebewesen. Und das wollen wir nicht wahrhaben. Wenn Sie sehen, wie das Fleisch im Supermarkt angeboten wird, dann ist es nur noch die Hähnchenbrust, die ist verpackt in Plastik und alles wie die Flügel oder die Füße, die werden nach Afrika exportiert. Wir wollen nicht wissen, dass das, was wir essen, irgendwann getötet worden ist. Aber wir machen uns mit dem Essen immer schuldig und genau das wollen wir nicht wissen. Wir wollen nicht wissen, dass wir Tiere sind und mörderische Tiere sind. Wir wollen gute Menschen sein, moralisch einwandfreie Menschen sein. Da gehört es nicht mehr dazu, dass wir etwas getötet haben. Der Käufer der geschlachteten Gans weiß, dass für ihn ein Tier getötet worden ist. Er hat es ja selbst mit angesehen. Um es noch mal ganz klar zu sagen, so wie die Gänse von Landwirt Weber geschlachtet wurden, entspricht es von Anfang bis Ende den gesetzlichen Regeln. Mit diesem Gerät wird die Gans betäubt, mit Strom. Das ist Vorschrift. Die Gans spürt dann keinen Schmerz mehr. Erst danach wird der Kopf abgeschnitten. Und dann ist die Gans tot. Und obwohl bei der gesamten Schlachtung alles korrekt ablief, sind das natürlich heftige Bilder. Und auch die Reaktionen waren teilweise sehr heftig. Aber interessanterweise gab es in den tausenden Kommentaren auf Facebook vor allem Zustimmung. Und viele fanden es nämlich richtig, eine Schlachtung in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil wir inzwischen so wenig darüber wissen, wo unser Fleisch herkommt. Es wächst halt nicht im Supermarkt. Es gab von einigen Kommentatoren sogar den Vorschlag, Bilder aus Schlachthöfen auf die Verpackung zu drucken. Zum Beispiel wie das hier. Für dieses Produkt wurde ein Tier geschlachtet. Wie die Warnhinweise auf Zigarettenschachteln. Einfach, damit man sich häufiger bewusst wird, dass hinter jedem Stück Fleisch ein Lebewesen steckt, das sterben musste. Aber diese Wertschätzung für Fleisch haben wir nicht mehr. Und das ist ein Grund dafür, warum wir so viele Tiere essen.
Die schiere Menge macht man sich nur selten bewusst. Und während ich diesen Satz sage, werden in Deutschland 216 Tiere geschlachtet. Oder anders ausgedrückt, 24 Tiere pro Sekunde oder 2 Millionen Tiere pro Tag. Eventuell wollen Sie jetzt wissen, wie so eine Schlachtung abläuft. Das zeigen wir Ihnen im folgenden Film am Beispiel Schwein. Das sind Bilder, bei denen man gerne wegschalten möchte. Aber Fleischesser sollten jetzt auf jeden Fall genau hinschauen, denn das ist millionenfacher Alltag in Deutschland. Rund um die Uhr werden in Deutschland Schweine getötet. Mehr als 160.000 jeden Tag. Doch wie sterben diese Tiere? Wenn alles nach Vorschrift läuft, so. Zuerst kommt die Betäubung. In kleineren Betrieben wird jedes Schwein einzeln betäubt, mit der Elektrozange. Die Elektroden müssen zentimetergenau angesetzt werden, damit der Stromschlag das Tier für 30 bis 60 Sekunden betäubt. Große Schlachthöfe müssen viele Tiere auf einmal betäuben, um effektiver und preisgünstiger zu sein. Sie verwenden nicht Strom, sondern das Gas Kohlendioxid. Die Methode gilt zwar als sicher, wirkt aber nicht sofort. Zwischen 10 und 20 Sekunden durchleiden die Tiere Atemnot und Panik. Nach der Betäubung folgt die Tötung. Mit einem Messer wird die Halsschlagader angestochen. Die Tiere verbluten. Auf diese Weise sterben in Deutschland pro Jahr etwa 59 Millionen Schweine. Für den Messerstich bleiben den Mitarbeitern häufig nur Sekunden pro Schwein. Da passieren auch Fehler. Laut Bundesregierung zeigen, Zitat, durchschnittlich 0,1 bis 1% der Tiere unmittelbar vor der Brühung noch Reaktionen, welche auf Empfindungs- und Wahrnehmungsvermögen hindeuten. Das sind im Schnitt über 800 Schweine jeden Tag, die im schlimmsten Fall erst in der Brühanlage sterben. Die Betriebe versuchen, das Leiden der Tiere zu verringern. Denn weniger Stress ist auch besser für das Fleisch. Edelgase wie Helium oder Argon zum Beispiel wären Alternativen. Panik wie bei Kohlendioxid zeigen die Tiere bei dieser Betäubung nicht. Aber bislang arbeitet noch kein einziger Betrieb mit Edelgasen. Und dafür gibt es vor allem einen Grund. Es ist zu teuer. Für günstiges Fleisch muss überall gespart werden. Schlachtungen will keiner gern sehen und ich kann das sehr gut verstehen. 3,6 Millionen Rinder, 60 Millionen Schweine, über 600 Millionen Hühner werden jährlich in Deutschland geschlachtet. Bei dem Gedanken an diese riesigen Mengen von Schlachtungen vergeht nicht nur mir der Appetit auf Fleisch. Es werden Massen an Tieren geschlachtet, weil wir Massen an Fleisch essen. Vor der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts haben die Menschen etwa 250 Gramm Fleisch pro Woche gegessen. Heute sind es im Schnitt ungefähr 1 Kilogramm pro Woche. Und die über 60 Milliarden Tiere, die weltweit jährlich dafür geschlachtet werden, sorgen aber noch für ganz andere Probleme. 77% der weltweiten Ackerflächen werden heute für die Fleisch- und Milchproduktion gebraucht, vor allem für Futtermittel. Und das, obwohl Fleisch- und Milchprodukte gerade einmal 17% des weltweiten Kalorienbedarfs decken. Dieser gigantische Landverbrauch belastet Böden und Grundwasser. Und dazu kommt, bis das fertige Steak auf dem Teller liegt, werden massenweise Treibhausgase ausgestoßen. Die industrielle Fleischproduktion ist einer der größten Treiber des Klimawandels. Im Klartext bedeutet das, dass wir uns mit dem riesigen Fleischkonsum ein Riesenproblem eingehandelt haben. Nur, was tun? Gar kein Fleisch mehr essen? Das wäre für viele Menschen ein radikaler Schritt. Aber bei unserem Experiment haben wir auch Menschen kennengelernt, die es nicht ertragen können, dass überhaupt auch nur ein einziges Tier sterben muss, damit es auf irgendeinem Teller landet. Nach dem Tod der ersten Gans nimmt das Experiment eine unerwartete Wendung. Sophie Potika, die den Anblick der Schlachtung nur schwer ertragen konnte, schreitet ein.
Sie ist Veganerin und setzt sich für den Tierschutz ein. Sie will die noch lebenden 9 Gänse freikaufen. Wie würde es denn kosten, wenn ich ein Tierchen kaufen würde? Eigentlich wollen wir keine lebendigen Tiere verkaufen, weil wir nicht wissen, in welche Hände sie kommen und dass sie in gute Hände kommen. Allerdings bei dem Hintergrund hätte ich da jetzt nicht so viele Sorgen bei, weil der Hintergedanke ist ja das Tierwohl und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie in gute Hände kommen und dass sie ein gutes weiteres Leben haben. Ich gebe dir die Adresse und alles und dann könnte man das vernünftig machen. Ja, gerne. Landwirt Weber verspricht Sophie, die 9 Gänse zu verschonen. Die Bedingung? Sie muss Geld auftreiben, um die Tiere zu kaufen und für eine artgerechte Unterbringung sorgen. Im Internet ruft Sophie zusammen mit Annabelle Bohm, die die Schlachtung auch miterlebt hat, zu Spenden auf. Wir haben alle unsere Netzwerke aktiviert, bei Gnadenhöfen angerufen, wir sind nur am Telefonieren. Wer kann diese 9 Gänse aufnehmen? Ja, wenn wir einfach alle zusammenhalten und jeder eine Kleinigkeit spendet und wenn es 5 Euro sind, 2 Euro sind, auf die Summe gerechnet, schaffen wir das auch zusammen. Der Tierschutzverein Hofzeit hilft Sophie und Annabelle dabei, die Spendenaktion für die Gänse zu organisieren. Nach einigen Wochen ist der Kaufpreis von rund 600 Euro für die Gänse zusammen und genug Geld für das Futter im ersten Jahr. Dagmar Giesler, die Gründerin des Tierschutzvereins, kommt auf den Oberschürshof nach Essen, um die 9 Tiere abzuholen. Die warten schon in einer Box auf ihre Befreiung. Hallo, Herr Weber. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Tag, Herr Weber. Ja. Da haben Sie die Guten ja schon gefunden. Genau, wir haben sie schon entdeckt. Ja, was passiert denn jetzt mit den 9 Gänsen, die hier ihre zweite Chance bekommen? Ja, die bekommen jetzt ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Mhm. 2 von den Gänsedamen ziehen zur Privatfamilie und die anderen 7 bleiben als Gruppe zusammen mit Auslauf, Teich und Wiese, so wie sie es im Endeffekt ja auch haben, nur dass sie halt um den Schlachtraum rumherum kommen. Trotz alledem muss ich mir die Frage stellen, warum rettet man 9 Tiere, denen es gut gegangen hat? Und warum rettet man nicht die 3,99 Euro pro Kilogramm Hafermastgänse aus Polen, die es ja eigentlich deutlich mehr gebraucht hätten? Also bei uns hat am Samstag auf einmal das Telefon geklingelt und ich hatte eine ganz aufgeregte Dame am Apparat. Und ich konnte das verstehen, dass die in einer für sich total schwierigen Situation waren, dass sie nicht weggehen wollten, sondern die 9, die halt nicht geschlachtet worden sind, auch dann ja, denen helfen wollten, dass die noch weiterleben. Also wir möchten auch Menschen, die dann anfangen, darüber nachzudenken und vielleicht auch wirklich aktiver und kritischer mit sich selber werden, wollen wir mit an die Hand nehmen und unterstützen, auch mutig zu sein. Also es geht uns darum, wer Empathie, Achtsamkeit, Respekt vor anderen Lebewesen zeigt. Und es ist mir egal, ob das ein Mensch ist oder ein Tier ist. Es geht einfach um Achtsamkeit. Ja. Die unterstützen wir. Das kenne ich bei uns aus dem Hofladen. Wir haben auch einen sehr engen Kontakt zu unseren Kunden. Und deswegen freue ich mich eigentlich über jeden, der auch mal kritisch nachfragt. Mhm. Sollen sie ja. Wir haben nichts zu verbergen, wir haben nichts zu verstecken. Ein letztes Mal werden die Gänse verladen. Dagmar Giesler hat Transportboxen mitgebracht, die ausreichend Platz für die Tiere bieten. Dann geht es los. Dieses Mal nicht zur Schlachtung in die Fußgängerzone, sondern ins neue Zuhause. Ein altes Gehöft bei Meerbusch. Hier lebt eine Familie zusammen mit 10 Tieren. Alle wurden entweder vor der Schlachtung gerettet oder verletzt gefunden. Ich finde das für die Gänse ganz wundervoll hier. Die haben hier viel Platz, die haben hier einen Schwimmteich, die haben hinten Wiese, die haben den Innenhof, wo sie sich frei bewegen können und können einfach ganz sein. Wenige Tage später. Die Gänse haben sich in ihrem neuen Zuhause eingelebt. Sie werden, anders als ihre Artgenossen, nicht als Braten enden. Wenn alles gut läuft, haben sie hier noch über 15 Jahre zu leben. Es ist natürlich völlig unrealistisch, dass wir von jetzt auf gleich alle Tiere befreien und sofort Vegetarier werden. Aber ich denke, es würde sehr viel helfen, wenn wir das Fleisch, das wir essen, einfach mehr wertschätzen. Also statt jeden Tag billiges Industriefleisch runterzuschlingen, wäre es besser, ein- oder zweimal in der Woche richtig gutes Fleisch zu genießen. Denn Fleisch ist ein besonderes Lebensmittel. Ich selbst esse nur wenig Fleisch. Wenn ich unterwegs bin und nicht weiß, woher das Fleisch kommt, bin ich offiziell Vegetarier. Ansonsten sage ich, eigentlich mehr aus Scherz, immer wieder, ich esse nur das Fleisch, das ich selbst erlegt habe. Diesen Scherz hat jemand aus der Redaktion ernst genommen und mich auf eine kleine Reise in die Eifel geschickt zu Marc Junglas. Er ist Jäger
und er hat eine gläserne Metzgerei. Das heißt, er weiß genau, woher sein Fleisch kommt und er verarbeitet die Tiere so, dass jeder dabei zusehen kann. Ich habe nicht nur zugesehen. Wir sind in der Nähe von Marks Heimatort in der Eifel. Marc ist 30 Jahre alt und entspricht so gar nicht meinen Vorstellungen von jemandem, der berufsmäßig Tiere tötet und verarbeitet. Und hier ist mein Werkzeug. Das ist mein Gewehr. Seit wann jagst du? Also ich jag jetzt seit meinem 18. Lebensjahr. Bin dazu gekommen durch Freunde. Hab da einfach kennenlernen können, wie man Fleisch beschaffen kann, auf eine Weise, die ich für mich selbst vertreten kann. Also ich bin Metzger gelernt, habe dann mich weitergebildet, habe die Fleischtechnikerschule besucht, war dann für die Fleischindustrie teilweise zuständig, habe dann da selber schnell erkannt, eigentlich nach 3 Jahren so, dass das nichts für mich ist. Ich möchte die Fleischindustrie nicht weiter unterstützen, weil meine ethischen Denkweisen anders laufen. Ja. Und habe mich dann dazu entschieden, mich selbstständig zu machen mit einer gläsernen Metzgerei. Um ein Stück Wild zu erlegen, muss Marc durchschnittlich ungefähr 20 Stunden ansitzen. Hier kann man halt schön sehen, wie hier ein Frevelt halt durchgegangen ist. Da kennt man halt relativ gut, weil es halt relativ schmal ist, klein. Da hier einmal die beiden Spitzen, vorne und hinten ist er rund. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du das erste Mal ein Tier geschossen hast? Ja, weiß ich noch ganz genau. Werde ich auch, glaube ich, niemals vergessen. War bei einem Freund im Revier und war ein Rehbock. Ja, das ist ein Erlebnis. So was hat man noch nicht mitgemacht. Also da muss man erst mal verkraften können. Dann. Ob ich sowas verkraften könnte? Irgendwie hoffe ich insgeheim, dass wir heute keinen Jagderfolg haben werden. Es gibt ja viele Leute, die finden Jagd voll scheiße. Und auch Jäger. Was sagst du solchen Leuten? Für mich ist einfach die Art, Fleisch zu gewinnen, die einfach am ehrlichsten ist. Also Leute, die Fleisch selbst essen, die dürfen sowas erst gar nicht zu mir sagen. Hm. Ist euch Mitleid dann mit den Tieren, wenn du die schießt? Mitleid ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Wenn ich Mitleid hätte, dann könnte ich es natürlich nicht übers Herz bringen, es umzubringen. Mitgefühl kann man vielleicht sagen dazu. Findest du Jagen moralisch besser als so Aufzucht von Tieren im Stall und dann füttern und schlachten? Also das ist halt immer die Frage, was halt wichtig ist, ist für mich halt persönlich, dass die Tiere zumindest ihre Art ausüben können. Also Schweine, die wühlen wollen und suhlen wollen, die müssen das auch tun können. Und da reicht nicht ein Spielball und ein Spaltenboden irgendwo in einem Stall selbst. Mhm. Mich beeindruckt Marks reflektierte Haltung. Er selbst isst nur noch einmal pro Woche Fleisch, verrät er mir. Und meinst du, es kommt noch was jetzt hier, ein Tier? Also ich glaube, wir können uns gleich so langsam losmachen, weil wir sind jetzt 2,5 Stunden hier und sind ja schon durchgefroren. Jagdglück haben wir also keins. Kein Wunder, wenn man mit einem Kamerateam durch den Wald stapft. Aber Mark will mir noch zeigen, was es heißt, aus einem Tier Fleisch zu machen. In seiner gläsernen Metzgerei mitten in Köln verarbeitet er nur Tiere, die gejagt wurden oder die von Höfen mit artgerechter Haltung stammen. Ja, also du kannst halt überall reinschauen jetzt. Hier zum Beispiel wunderbar hinter Glas. Dann kannst du halt dir da vorne eine Wurst holen, dich hier hinstellen und dabei zuschauen, wie deine Wurst eigentlich gemacht wird. Wo kommt erstens das Fleisch her? Wie geht's dann weiter? Wie wird's verarbeitet? Das heißt, die Tiere, die jetzt hier ankommen, das sind dann komplette Tiere. Und die genau, kommen. Also wir verarbeiten Köpfe, Schwänze, nicht nur Filet und Rücken. Woher kommt das jetzt, das Schwein? Also das Schwein ist von einem Freund von mir geschossen worden. Das ist aus der Ecke Altenahr. Da ist der Einschuss, sieht man hier, relativ klein. Ja. Also dann zeige ich dir jetzt einfach mal, wie wir so einen Lauf abschneiden und dann hast du auch mal einen. Gut, dass es 4 Stück sind. Ja, genau. Dann ist er ab. Und ein Schnitt. Okay. Fast. Och. Ich muss es so machen.
Geht eigentlich relativ einfach, ne? Ja. Fast ein bisschen wie ein Chirurg. Wie soll ich sagen? Ist fast wie so ein Geschicklichkeitsspiel, komischerweise. Das ist ein schöner Ausdruck dafür. Jetzt schneiden wir einmal hier hinten. Also überhaupt nicht eklig. Das ist gut. Und es ist natürlich auch hilfreich zu wissen, dass im Grunde alles benutzt wird und gegessen wird und nicht irgendwie weggeschmissen wird. Genau. Okay, dann ziehen wir jetzt ab. Rücken mal runterziehen. Ja. Genau. So, das reicht. Aber mehr kriegen wir nicht gezogen. Und jetzt könntest du theoretisch auch mal versuchen abzudrehen, wenn du da hinten schon genug gemacht hast. Gucken wir, ob es schon geht. Ja, hört sich ganz gut an. Jetzt gleich fällt er. Und zack. Okay. Jetzt sieht man das erste Mal das Gesicht so richtig. Ja. Und hier oben hängt dein Fleisch. Ja. Und da hängt das Gesicht dazu. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man das erste Mal macht, den Kopf so abtrennt, weil der Kopf irgendwie so für die Persönlichkeit ja auch. Ja, hat halt ein Gesicht, ne? Ja. Also eigentlich müsste das jeder, der gerne grillt oder Schweinefleisch isst, einfach mal einmal gemacht haben. Ich bin der Erste, der aufzeigt und sagt jawohl. Damit man sieht, okay, das ist wirklich nicht einfach nur so ein abgepacktes Stück Fleisch aus dem Supermarktregal. Genau. Ja, ich möchte jetzt nicht Metzger werden, aber es war trotzdem ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde. Ich bin zum einen ganz froh, dass ich nicht mitbekommen habe, wie ein Tier erschossen wurde. Und zum anderen war das Auseinandernehmen des Wildschweins unglaublich interessant. Und ich habe gemerkt, erst nachdem wir das Fell abgezogen und ich den Kopf abgetrennt habe und dann das Tier vor mir lag, dass mir da erst bewusst wurde, ja, das war ein Lebewesen. Ganz seltsam. Jedenfalls hatte ich danach nicht mehr so richtig Hunger auf Fleisch. Und natürlich kann nicht jeder sein Fleisch selbst jagen und zerteilen. Aber trotzdem kann jeder mit den eigenen Essgewohnheiten beeinflussen, wie die Tiere, die auf unseren Tellern liegen, leben und sterben. Es würde auch schon helfen, wenn wir immer das ganze Tier essen würden und nicht immer nur die Filetstücke rauspicken und den Rest dann wegwerfen. Dann würden deutlich weniger Tiere geschlachtet. Vielleicht gar nicht mehr geschlachtet werden muss, wenn das hier Realität wird. Ein Burger aus Rindfleisch. Und das ist das Rind, von dem der Burger stammt. Das Tier lebt. Und der Burger brutzelt. Wie kann das sein? Es hat mit diesem Mann zu tun, Marc Post von der Universität Maastricht. Seit Jahren arbeitet er an tierfreiem Fleisch. Irgendwann werden wir auf diese barbarischen Zeiten, als wir Tiere getötet haben, mit Unglauben zurückschauen. In den Niederlanden forschen Wissenschaftler schon seit den 1990er Jahren an Fleisch aus Stammzellen. Das Ziel? Muskelfleisch in der Petrischale züchten. Marc Post ist die Schlüsselfigur. 2013 präsentiert er den ersten sauberen Hamburger. Keine Ersatzstoffe, sondern richtiges Fleisch. Gewachsen im Labor aus Rinderstammzellen. Der Preis? $300.000. Die wenigen Testesser urteilen wie ein echter, schlechter Burger. Die Zellen für Posts frühe Burger stammen noch vom Schlachttier. Aus diesem kleinen Stück Muskelfleisch könnte Post theoretisch 10.000 Kilo Rindfleisch züchten. Die Methode? Aus dem Gewebe werden Stammzellen extrahiert. Dann wachsen sie auf einer Nährstofflösung heran, teilen und vermehren sich, wie in einer Kuh. Es bilden sich echte Muskelfasern. Damit das Ganze fleischig wird, werden die Fasern wie richtige Muskeln trainiert. Durch mechanische und elektrische Impulse. Eine Kuh läuft durch Wiesen, die Alpen oder sonst wo lang. Und sie braucht dafür eine Aktivierung ihrer Muskeln. Dabei handelt es sich im Grunde um eine elektrische Stimulation durch Nervenzellen. Und diese Stimulation ahmen wir hier nach. Die gewonnene Masse wird gewürzt und eingefärbt. Damit sie wirklich nach Fleisch schmeckt, werden Fettzellen beigemischt. Auch die sind im Labor gezüchtet.
Allerdings hat das gezüchtete Fleisch keine Struktur. Bisher kann nur Hackfleisch erzeugt werden. Gegenüber Schlachtfleisch hat Fleisch aus dem Labor einige Vorteile. Deutlich weniger Tiere müssten für unser Essen sterben. Man könnte nur das züchten, was man wirklich will. Keine Sehnen, Haare, keine Knochen. Und man weiß, was drin ist. Man bekäme ein Fleisch ohne Krankheitserreger, ohne Antibiotika oder sonstige chemische Substanzen, die sich heute im Tierfleisch finden. Inzwischen entnimmt Post das Muskelgewebe für die Stammzellenvermehrung von lebendigen Tieren. Aber noch ist das Laborfleisch nicht frei von Tierleid. Die Nährlösung, auf der die Zellen heranreifen, besteht aus Kälberserum. Herzblut aus den Föten schwangerer Kühe. Dabei stirbt das ungeborene Kalb und die Mutterkuh muss geschlachtet werden. Deshalb arbeitet Marc Post an einer Alternative zu Kälberserum. Substanzen aus Algen scheinen derzeit vielversprechend zu sein. Auch die Herstellungskosten sind mittlerweile erschwinglich. Ein heute produzierter Laborburger würde nur noch 10 Euro kosten. Aber nur dann, wenn Laborfleisch in Massen produziert würde. So wie heute Hackfleisch. Aber davon sind die Forscher noch weit entfernt. Inzwischen arbeiten nicht nur Post und sein niederländisches Team an Laborfleisch, auch amerikanische Forscher. Eric Schulze vom Startup Memphis Meats möchte Posts Ideen im großen Stil umsetzen. Er plant die industrielle Herstellung in Supertanks, in denen die Zellen heranreifen können. Fleisch würde quasi wie Bier gebraut. Das hört sich befremdlich an, ist aber ein total natürlicher Prozess, bei dem wir nur die Kuh nicht brauchen. 40.000 Menschen sollen von einer Tankfüllung satt werden. Aber das bisher präsentierte Ergebnis ist eher enttäuschend. Solch ein Mini-Hackbällchen kostet noch $6.000. Die Industrie glaubt aber dennoch an das Laborfleisch. Der deutsche Geflügelfleischerzeuger Wiesenhof investiert seit diesem Jahr in die Entwicklung von Hähnchenfleisch aus dem Labor. Werden wir also bald Labor-Chicken Nuggets essen? Die Entwickler hoffen, in 5 bis 10 Jahren soweit zu sein. Das wird dieses Küken nicht mehr erleben. Aus diesem Küken wird übrigens kein Chicken Nugget. Und auch seine Geschwister dürfen, wenn sie groß sind, noch viele Jahre als Legehennen auf einem Bauernhof leben. So, du kommst wieder zurück. Das Interessante bei dem Laborfleischprojekt, nicht nur Fleischhersteller investieren in Fleisch aus dem Labor, sondern auch Tierschutzorganisationen. Dieses Laborfleisch wird übrigens gezielt für Fleischesser entwickelt, nicht für Vegetarier. Die haben nämlich genügend andere Ernährungsmöglichkeiten. Aber bis Laborfleisch im Supermarkt erhältlich ist, heißt es, wer Fleisch essen möchte, der muss Tiere schlachten. Oder schlachten lassen. Doch mit dem Schlachten tun sich viele Leute schwer, wie unser Experiment in der Fußgängerzone gezeigt hat. Aber vielleicht helfen solche Aktionen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir wegkommen sollten vom massenhaften Fleischessen. Nicht viel und billig, sondern wenig und wertvoll. Und wenn man Fleisch isst, dann gutes Fleisch. Und falls Sie Fleisch essen, hoffe ich, dass Ihnen der nächste Braten köstlich schmecken wird, weil Sie sich ein feines Stück gönnen. So wie ein Sonntagsbraten, den man richtig wertschätzt. Und wir sehen uns dann bald wieder hier bei Quarks.